Ja, okay, aber ist ja klar. Ich meine, der HSV hat so viele Schulden. Ich glaube auch nicht, dass Calhanoglu noch bleiben wird. Der Der hat doch wird. gesagt, dass er abhaut. Ja, hat er schon? Ja. Ach so. Vorgestern. Ach so, aber hab ich gar Da nicht sind ja diverse mitbekommen. Vereine an dem interessiert. Ja, Also eben. ich an Frag seiner mal, wo Stelle er. wird irgendwie nach England. Chelsea doch, die suchen doch Nee, einen Nachfolger für Lampard. der bleibt in Deutschland, aber rat mal, wo er hingeht. Leverkusen war das, glaube ich, ne? Ja. Ja. So ein Ach, Mixverein. steht das schon fest? Ja. Also er wollte dahin. Ich weiß nicht, ob das geht. Nee, Ja, also aber ich meine, wenn ich so meine, Top-Clubs ihn Leverkusen wollen. hatte Interesse, aber Ja, wirklich genau. sicher war es aber noch nicht. Ich weiß nicht halt, ob er wechselt, wenn der HSV bleibt in der Bundesliga. Ja. Bin jetzt mal so ein bisschen auf. Ich fand eigentlich sowieso, der Kauf von Van der Vaart war echt scheiße. Nee, fand ich nicht. Doch. Ich fand es gut, weil Ja. seitdem, in der Saison, seitdem wir gekauft haben, in der Saison ging's bergauf. Ja, und dann Da ging es wurden wieder die bergab. doch Siebter oder irgendwas so, oder Achter oder sowas. Ja, aber Aber in den meisten Spielen ohne Van der Vaart ging es besser als mit. nee. Und da sicher. Nein. Ich glaube, also Ich in den letzten, also. Ja, glaube Jörg. einfach, dass Van Dein der Tochter. Vaart ist zwar ein guter Spieler, Wie Julian so gar aber er keine Ahnung passt. von Fußball eigentlich Ja. hat. Nein, von Fußball schon, aber nicht vom Ich habe Ahnung HSV. von Fußball, ich bin nur kein HSV-Fan wie ihr. Ja. Das Problem von Van der Vaart ist ja, er kann das nicht umsetzen, was er machen will mit der Mannschaft. Ja, Er okay, hat ein ja, stimmt scheiß schon auch. Mittelfeld, das ist es. Ja. Das funktioniert halt einfach nicht im Gefüge. Naja, mal sehen, wie es jetzt Julian, hör wird. bitte auf, Ich vom lehne mich mal HSV zu weit aus dem reden. Fenster. Hör auch, Sag, dass Julian. er nicht in die Mannschaft passt. Doch, er passt in die Mannschaft. Mannschaft passt Ja. sich aber nicht zu ihm. Ja, toll. Ja, gut, das hört jetzt Wäre vielleicht nicht so komisch an, fies, aber dann es ist behaupten, so. dass das im Prinzip eigentlich dasselbe ist. Nee. Nein, also ich mag Van der Vaart ja auch, ne? Also es ist jetzt nicht so, als würde ich ihn total hassen, aber er ist einfach schlechter geworden. Er ist auch nicht mehr in der Blüte seiner Zeit, ne? Ne. Ja, Julian. Oh, nice. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Legendary. Oh, nice, Julian. Es ist an der Zeit. Ich habe Orkels gefunden. Plan? Hä? Ja, Problem. Ja. Hast den Plan für Stufe 33. Scheiße, stimmt. Oh, Mann! Aber Du ich hast hab ihn. das Level-Set gefunden, das sie früher mal benutzt haben. Ja, jetzt braucht man es ja nicht. Aber ich habe ihn Kannst gefunden. du aber trotzdem craften, weil der Set-Bonus ziemlich genial ist. Und du brauchst ja das Handwerksmaterial jetzt Ja, nicht. ja. Welcher benutzt er denn nochmal? Die Splitter einer Endings-Rüstung. Oh, wisst ihr, was ich gefunden habe? Legendary. Ja. Was denn für Alter! eins? Wegen dem Skin. Ein Ring. Ja, dann verhalt den. Ja, ich werde ihn auch behalten. Ich fall ab, aber der ist voll scheiße. Warte, warte, ich muss noch mal gucken mit dem anderen Ring. Ja. Ja. Der ist echt kacke. Ist richtig geil. Vergleich Ach den mal mit dem nee, anderen. stimmt. Ich brauche ja Stärke als Main Attribut. Stimmt. Ja. Statt der so minus 30 Schaden oder was? Ja. Ja, das ist noch richtig Da habe ich in dem scheiße. Moment nicht dran gedacht. Funktioniert aber ganz gut, wie ich spiele. Das Ja. heißt, ich bin ein bisschen flexibler. So bist du ein Fernkampf-Magier. Bin ein Magier-Hybride. Nahkampf-Fern. Genau. Nee, Nahkampf-Magier-Hybride, so. Ja, Nahkampf-Magier. Wie viel Schaden machst du? Also, wie viel steht da bei dir? 2200. Wieso? Schrocken. Ist nur halt, es funktioniert vom Schaden her, aber ich stehe halt relativ gut in meiner Zähigkeit. Also ich würde mir bei echt Orkels craften, weil der Set-Bonus ist halt mal übelst OP. Also Manu, wenn du zwei Orkel-Set-Teile hast, Mann, du also weißt ein gar nicht, was es legendäres ist. Rüstungsset, das du dir bauen kannst. So, genau. Und das hat quasi als ersten Set-Bonus, dass du 7% weniger Nahkampfschaden kriegst und 7% weniger Fernkampf. Das heißt, du kriegst generell 7% weniger Damage. Ja. So. Ich von Dann Magier. als Dreier-Set-Bonus hast du dann quasi nochmal 10%, nee Quatsch, 15% weniger Schaden von Elite-Gegnern und du machst 15% mehr Schaden gegen Bosse, also die Elite-Gegner. Okay. Das ist mal so OP, weil du stehst halt extrem safe. Und du machst halt 15% mehr Schaden gegen Elite-Gegner. Also das ist einer der besten Set-Boni überhaupt im Moment. Ah, okay. Gut, Also gut. habe ich auf meinem Magier auch.
Hast du gerade eben zwei Striche, also einmal für das, für den Dolch und einmal für den Ring? Ja, warte. Also ich habe jetzt schon zwei Legendaries. Wie bekommt man diese Bounty Box, indem man Bounties macht? Hat das jemand im Chat geschrieben? Ja, ich antworte dem mal. Sehr sozial von dir. Es spielt sich wirklich flüssig und angenehm, so das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe immer noch das hier als, Quatsch, das als Nahkampf. Oh, warte, ich muss die einmal tauschen. Das Schild kommt, Schildstoß. Aber ich muss mal kurz was nachgucken, nicht, dass ich wieder einen Termin muss. Mehr so gerne. Ja, ich frage jetzt da schon wieder, aber dann nur, weil ich einen Termin habe, wie lange noch? Noch 40 Minuten. Nicht mehr ganz. Noch? Also wir haben jetzt 1 Stunde 6. Ja, dann müssen wir doch nur noch 14, oder nicht? Was? Wir müssen 1 Stunde 40 aufnehmen. 40? Ja, 1 Stunde Okay. 40. Okay, das klappt nicht. Dann müssen wir eine Folge noch nachher aufnehmen. Können wir machen. Hier ist ein Tagebuch. Der schwarze Seelenstein wird mein größtes Werk sein. Mein Vermächtnis. Oder Manu und ich machen einfach noch ein bisschen länger, bleiben in der Stadt und gucken so ein bisschen, was Manus. Machen dann halt eine Folge und gucken dann so ein bisschen Manus Charakter an. Dann Ja, nehme ich ihm so stimmt. ein bisschen den. Das macht Ja. Sinn, weil Manu spielt das ja nicht so lange, dass du halt dann dich auch von den, also vom Zusammenstellung deines Builds halt, wie du den Charakter spielst, ne? Und dann erzähle ich dir so ein bisschen was zu den Gegenständen und so und Ja, okay. Ja. Und wir sagen also, stellen dir ein bisschen was her an Rüstung und Gegenständen. also momentan hast du jetzt noch Zeit, ne? Also wir hätten jetzt halt noch 13 Minuten für die vierte Folge und der fünften Folge, die ihr halt am Freitag seht. Also jetzt dann inzwischen morgen, übermorgen, ich weiß es nicht mehr. Erklärt Julian so ein bisschen hier den Magier. Ja, die muss man sich ja nicht angucken. Ja, Also doch, dein man Gesicht kann. muss man sich auch nicht unbedingt angucken, Mensch. Nein, ich meine das so, dass also die ist keine Pflichtfolge, also macht ja auch keine Story nicht. Ja, nee, wir machen halt einfach nur so. Ja, so Wir meine ich rüsten das. mein Typi ein bisschen aus. Sagst du mir denn Bescheid? Ja. Kann ich Sehr machen. ganz nett. Irgendwie fangen an, die Spells vom Kreuzritter so ein bisschen zu nerven. Das ist wirklich so krass, du siehst halt nichts mehr. Wenn da so mehrere Mobs stehen, hier die ganze Zeit so. Ach, jetzt müssen wir nur noch das Blut von Kull aus dem Assassinengewölbe. Ja, das ist Ja. ein Dungeon, den wir finden müssen. Oh, das ist Okay. ein Pack. Aber wir sind eigentlich relativ gut. Ich würde sagen, nächste Aufnahme stellen wir meinen Schwierigkeitsgrad hoch. So krass unterscheidet sich das jetzt auch nicht. Wir kriegen halt nur, ich glaube, 100% mehr Erfahrung. Ah, okay. Aber nicht 100% jetzt von diesem hier, sondern 100% Nein. vom einfachsten Vom Schwierigkeitsgrad. Einfachen, genau. Ja. Muss doch hier irgendwo sein. Wir haben jetzt das gleiche Problem wie vorhin auch schon. Wollen wir uns aufteilen? Nee. Famos kann doch nicht alleine kämpfen. Stimmt, weil ich kein Tank bin. Ja.
Tanks gibt's in dem Sinne ja gar nicht. Also es gibt keine festen Rollenverteilungen. Du kannst halt deinen Charakter nur in die eine Richtung lenken, in der du die haben willst. Zum Beispiel, dass du einen Monk so aufbaust, dass er halt lange an den Gegnern stehen kann und es den anderen erleichtert, Damage zu machen. Das nervt so übelst, diese Attacke, aber die ist so OP. Ah, nice. Hier ist auch nichts. Ja. Laufen wir eigentlich jetzt wieder nach oben oder nach unten oder wohin? Ich habe total die Orientierung verloren. Das ist doof. Ja. Und Pack. Oh. Ah, komm schon. Alter, können wir das jetzt langsam mal finden? Atlas ist ganz weit oben und wir sind dran vorbeigerannt. Das ist gut möglich. Glaube ich nicht. So, aber ja, hier links waren wir eigentlich auch schon gleich wieder. Bitte? Hier links, wenn wir weiter immer links laufen, ja, dann waren wir da ja auch schon wieder. Ich glaube, wir müssen doch eher nach oben. Meinst du? Ich weiß nicht. Ja. Warte mal, da war eben was. Ich hab eine Idee. Ich guck in der Mitte. Guck in der Mitte und ihr lauft rechts nach oben. Ich gehe rechts ab und Manu geht geradeaus nach oben. Höhle des Verräters habe ich hier. Kommen wir von da? Da waren wir vorhin schon drin. Glaube ich. Weil also ich wohin soll ich? Ich soll nach oben? Ja. Okay, ist nichts. Was ist hier noch? Hä? Das war doch eben schon. Kriegt ihr den Buff jetzt auch? 25% ja. Erfahrung? Ja. Ja. Okay. Ja, also ich habe hier gerade so einen Schrein aktiviert. Ja! Okay, das waren ein paar zu viel für mich. Es kommen einfach zu mir. Hast du es gefunden? Ist ja anscheinend nix. Nein. Aber es kamen ein paar mehr Monster auf mich gerade zu. Also in der Mitte ist nix. Ich renn mal oben gerade, also genau zwischen euch. Ich hab hier gerade eine Brücke. Ich hab so eine große Brücke gerade. Seht ihr das? Ich glaube ja.
Ja, ich glaube, das ist es. Hier liegt nämlich auch ein Buch rum. Ja. Hey, ich hab's gefunden. Hier drin. Mein Blut. Hier, kommt her. Komm schnell. Ach so, ganz schnell. Ja. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Hast du das Event gerade getriggert oder waren wir das? Wie porte ich mich nochmal dahin zu ihm? Rechtsklick und dann zu Spieler teleportieren. Ach ja, genau, auf seinen. Einmal kurz weg, mein Handy klingelt. Ja. Okay. Gehen wir rein? Oder wie lang jetzt? 4 Minuten haben wir noch. Gehen wir rein? Ja, Julian ist gerade telefonieren. Ja, okay. Dann. Ja, was machen wir? Wir können schon mal reingehen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das in 4 Minuten schaffen. Das ist teilweise durchdrehen. Ja, sonst würde ich sagen. So warten wir noch immer auf Julian. Oder du bist ja schon mal los. Und dann mache ich mit Julian dann gleich die Folge. Ja, genau. Ich verabschiede mich. Ja. Du hast auch das Spiel. Wenn du rausgehst, bleibt das dann noch bestehen? Macht euch das so. Nee, das nicht bestehen. Oder warte mal, kann ich einen von euch zum Gruppenraum machen? Ja, ich befördere Julian mal zum Anführer. Okay. Und ich verlasse jetzt mal das Spiel. Ja, okay, alles klar. Ja, okay, dann ciao, ne? Jo, tschö. Ciao mit V und tschö mit Ö. Ja, genau. Tschö. Flatsch. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Mein Verbündeter ist fort. Die Gegner, die ich bekämpfen muss, werden nun schwächer sein. Ah. So. Okay, Permoch ist gerade schon rausgegangen. Okay. Wir haben noch jetzt noch eigentlich 3 Minuten. Wollen wir jetzt noch hier noch anfangen oder wollen wir jetzt in die Stadt zurück und dann ein bisschen Danach haben wir noch eine Folge übrig. Genau. Ja, würde ich sagen, komm, killen wir hier ein paar Gegner, haben wir einen kleinen Vorsprung auf ihn. XP-Vorteil, ja, dadurch, dass er ja hier irgendwie generell irgendwie mehr XP kriegt. Ja, können wir machen. Na. Oh, Julian, du Schwein. Ja. Kann man eigentlich am Röpser hören, wer das ist? Ja, klar. Am Stimmlaut, glaube ich, oder? Ja. Soll, den habe ich gewonnen hätte. Weil ich glaube nicht, wenn jetzt irgendwie so ein 13-Jähriger röpst, hört man das schon. Ach du Scheiße. Im Gegensatz zu uns. Moment. Auch. Ja, ein paar sind hier, ne? Ich habe meinen Buff an. Das ist überhaupt kein Problem. Ach, immer zu Batz, ey. Da nochmal draufhauen und da und da. Ah, das zieht aber schon ganz schön viel, ne? Man. Voll krass. Ja, und ich muss da immer wieder hochlaufen. Also einfach Bescheid sagen, wenn die Folge vorbei ist, dann gehen wir in die Stadt. Ja. Dann mache ich auch ein bisschen was an meinem Kreuzritter und dann ein paar kosmetische Sachen und so ein paar. Bisschen Peeling und so, ne? Ja, also die Mystikerin, die kriegst du in Akt 5. Ja. Da kannst du halt auch zum Beispiel. Früher gab es in Diablo 3 noch ein Auktionshaus. Mit dem Patch Code for Reaper of Souls wurde das dann abgeschafft. Mhm. Das heißt, alle deine Gegenstände sind self-found. Du kannst nichts kaufen und nichts handeln. Ich hab Feuer schon bekommen. Gerade. Ah, cool. Und dann kam halt die Mystikerin dazu, dann, damit du die Gegenstände, die du findest, da kannst du quasi gegen Handwerksmaterialien und Geld kriegst du zufällige Eigenschaften. Du kannst zum Beispiel meinetwegen, sagst du, ich will keine 3% leben und dann kriegst du da 2 Eigenschaften rausgewürfelt und da kannst du dir halt eine aussuchen und da kannst du halt viel rumexperimentieren und so und du kannst halt Sachen auch einen anderen Skin geben, aber nur die sichtbaren Teile. Okay. Gut, da habe ich zum Beispiel das Schild und das Schwert.
Wollen wir dann zurück? Genau, wir gehen einmal jetzt zurück.